Moin moin liebe Zockerfreunde und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Cities in Motion 2 im Multiplayer Battle. Wer ist natürlich mit dabei? Der Helge. Moin. Wir haben uns mal wieder zusammengefunden. Es ist Freitagabend, quasi wenn ihr morgen Abend am Samstagabend die Aufnahme seht. Denn haben wir gestern Abend zusammengesessen und haben uns hier einen abgekämpft, denn wir haben eine Challenge bekommen vom Vertido. Und zwar soll ich eine U-Bahn bauen, die abwechselnd überirdisch und unterirdisch eine Haltestelle hat. Und ich glaube mindestens 8 oder sowas haben muss. Also kein Thema, ich habe mir schon eine Strecke rausgesucht. Und der Helge soll eine Tram bauen, die, was soll die sein? Keine Ringlinie. Keine Ringlinie. Ja genau, der Helge kriegt eine leichte Aufgabe und der Kante muss hier betteln. Eine Runde hochdrehen können wir aber. Wir brauchen ja nicht durch hier gegen schleichen. So, ja, Entschuldigung. Dabei. Macht nichts. Ja, läuft. Beim Helge läuft. Ich habe ja schon eine U-Bahn, die so ein bisschen durch die Gegend gondelt. Ich finde, die ist etwas über und die möchte ich jetzt ein bisschen optimieren. Weil die ist früher. Hast du nicht? Eine U-Bahn. Achso, ich muss ja erstmal die andere U-Bahn deaktivieren. Haha. Du kleiner U-Bahn deaktiviere. Ja. Sind mal raus. Ups. Das ist Gebäude weggerissen. Hups. Entschuldigung, dass Sie jetzt ausziehen müssen. Ich musste die U-Bahn hier leider abreißen. Ist das ein langes Stück, was ich da gebaut habe? Ja, krass, Mann, ey. So. Wir bauen neu. Ich weiß nicht, ob das Geld dafür reicht, aber wir bauen trotzdem neu. Wozu gibt's Kredite? Genau. Wir haben in den letzten Folgen gar nicht mehr aufgenommen, muss ich sagen. Gar nicht mehr aufgenommen. Gar keinen Kredit mehr aufgenommen, muss ich sagen. Ja. So, U-Bahn, jetzt muss ich aber erstmal schnell laufen lassen, wenn wir Geld haben. Willst du machen? Nee, um Münz brauche ich noch nichts. Läuft auch so. Hier könnte ich überirdisch, hier hinten wieder unterirdisch. Ja, das wird ein bisschen eng, aber hier könnten wir wieder überirdisch. Das hier hinten haben wir unterirdisch mit. Zwischen könnten wir überirdisch. Okay, also bauen wir drauf los. Wir fangen an natürlich mit unterirdisch, die sind ja schon da, die Haltestellen. Und dann bauen wir einfach mal ein. Los. Ja, dann bauen wir halt von hier aus. Ach ja, oh, das wird ein bisschen eng. Aber es macht nichts. Eng ist ja, ne? Eng ist ein dehnbarer Begriff. Bekanntlich. Leider hat es ein Haus bei mir zerrissen. Aber das macht jetzt auch nichts. Also es ist jetzt nicht so, dass ich das nicht verkraften könnte. Das heißt, die nächste würden wir hier unterirdisch wieder haben. An meinem Umsteigeparkplatz. Die nächste wollen wir dann wieder überirdisch. Heißt, wir gucken natürlich auch überirdisch, dass wir hier nicht unbedingt unnötig was wegreißen. Können ja einfach mal ein bisschen oberirdisch bleiben. So. Schmitten, ey. Das wird nichts. Warum, ne? Warum das nicht sehe? Ich bin ja schwer konzentriert.
jeden Fall nehmen wir die unterirdischen mit. Was habe ich schon 74.000 ausgegeben? Echt? Nein, gar nicht. 50.000 habe ich ausgegeben. Klasse. Ich habe angefangen zu bauen, da war ich bei 38.000, jetzt bei 45.000. Eigentlich mache ich richtig. Ja, irgendwas läuft bei dir ganz gut, das stimmt. Ja, deine U-Bahns laufen, glaube ich, ganz gut, ne? Ja, die U-Bahns, warte mal, spielen plus von 200.000 rein. Im Gesamtplus von 470. Auch meine Busse machen plus 130. Krasser Typ, ey. Aber auf wie viele Busse habe ich insgesamt? 12. Aber ich glaube auch, du hast die Preise dafür, ne? Busse geht eigentlich. 2,50. Muss sogar runtergehen jetzt. 2,40. Okay, da gehe ich kurz mal mit. Oh! Ja, ne? Meine Busse sind bei 1,50 jetzt. Meine O-Busse bei 90 Cent. Busse 4,30. Straßenbahn jetzt bei 1,10 Euro. So, da behalte ich mit. 1,10. U-Bahn 4,10 Euro. 6,70 Euro. Boah. Schiffe habe ich ja nicht. Und, 70 Cent. Echt? Ja, was kostet bei dir das Gemeinschaftsticket? Das Gemeinschaftsticket kann gerade erhöhen auf 5,30 Euro, 5,20 Euro. 70 und 166 komplett. Ui. Oh, ich kann Bus auf 92 gehen. Yay. Ja, im Moment scheinen die Preise so ein bisschen anzusteigen. Ich habe noch meine Einschienenbahn mit 3,20 Euro. So, ich will jetzt natürlich noch weiterbauen. Dazu machen wir jetzt mal kurz eine Runde da unten. Es ist ja Freitagabend, ich habe einen Stream angekündigt und bei mir im Stream ist schon richtig was los. Also. Singen schon, ne? Ja, die singen schon. Könnte mir wissen, wo dein Auto steht. U-Bahn. Das geht nicht so ganz, ne? Das sieht gut aus. Das gefällt mir auch ganz gut. Ja, läuft. Sag meine Finanzen, 60 noch. 60 noch. Ich muss ja auch noch eine U-Bahn kaufen, brauche ich ja nicht mehr. Da schließen wir uns einfach dran an. Im Wasser nicht möglich, toll. Ich wollte jetzt richtig sowas Cooles haben, weißt du? Ah, na so. Kurz mal rausluckern da. Ja, so hier. Naja, es würde ein Gebäude wegreißen. Möchte ich nicht haben, das sind Arbeitsplätze, die brauchen wir alle. Also. Hä? Was ist denn das für ein Quatsch hier? Wer hat denn das gebaut? Da kann nur Kante gewesen sein. Ich muss ja unterirdisch, überirdisch bauen. Schwierig. Vergessen. Was denn? Vergessen. Hast du? Nö. Nö, ne? Weil ich mir bei dir auch nicht vorstellen kann. So, da würde das wieder gehen. Dann müssen wir da auch längs fahren. Kommen wir leider nicht drum rum.
jetzt erstmal fest. Der ist aus. Was sagst du so in der jugendlichen Leichtsinnskram da? Ich will hier nicht meine Stadt kaputt machen. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Kann ich dann die nächste hochbauen? Was wäre denn hier zwischen nochmal? Hier zwischen. Das sieht doch aus. Da bauen wir jetzt hin. Ja. Wundervoll. Und dann sind wir auch schon fast durch mit dem Bauen. Echt? Weil ich brauche auch echt wieder viel zu viel eigentlich. Aber ich möchte natürlich auch, dass meine U-Bahn sich lohnt. Gesundheit, mein Schatz. So. Bauen wir hier noch hin und dann ist hier Ende im Gelände. Ende im Gelände. Ende im Gelände. Ja, jo. Schließen wir am alten noch mit an und machen hier nur eine Wendelschleife hinein. Wendelschleife? Ja, so. Jetzt haben wir fertig gebaut, jetzt brauchen wir nur noch mal ein paar ja, die sind ja gerade im Chat ziemlich aktiv, in meinem Live-Chat. Und es gibt so ein Grinsegesichtbild und da haben die für den Helge einen gefunden. Also, für was? Für den Helge haben wir ein Grinsegesicht gefunden. Grinsegesicht? Ja, ein lächelndes Lama. Individuum. Hm? Ja, Lama ist es nicht unbedingt. Wir können es Lama nennen, aber es ist schwierig. Ein Profilbild oder was? Was? Ne, so ein Smiley in der Art. So, hört sich so ein, komisch an. So ein Emoji. Emoji? Ja. Emoji. Waren das 5, Helge? Das waren definitiv 5. Alles klar. Also brauchst du keine Gedanken machen. Ne, das ist gut, dann bin ich auch beruhigt. Wir können ja nochmal. Weil wir es einfach können. Klar kann das. Klar. Das nämlich so machen. Ich baue eine kurze Straße und was entsteht, Digga? Eine Schule. Eine Schule. Eine Schule brauchen wir. Ah, herrlich. Ja, ne? Finde ich auch. So was das. Ja. Schulen braucht das Land. Also da. Machen wir anders, machen wir so. Um die hier rauszukriegen. Und wenn die von hier kommen. Also ich bin mit meiner Competition schon fertig. Du bist mit deiner Competition schon fertig? Ja klar. Sind wir 15 Minuten. Ich habe fast die kompletten 15 Minuten gebraucht für meine Competition. Ja, das belassen wir so. Weißt du, was ich eigentlich doof finde? Ich hoffe, du erzählst es uns und lässt uns dran teilhaben. Ja, diese perfekten Smileys da an den Halbzeit. Was? Was? Diese perfekten
sind, generell für die Geld bezahlen. Die beschweren sich ja, die machen ja diese Gesichter, ne? Vor allem, weil sie zu lange warten und so. Oder Fahrgäste sind unzufrieden. Gesichter? Ich mein, ja, okay. Da steht ein Fahrplan dran. Da komme ich halt nur alle 2 Stunden. Da beschwere ich mich doch nicht. Da kann ich doch nicht sauer sein, dass ich zu spät komme. Ja, du bist nicht so der Busfahrertyp, ne? Da steht, ich komme um 10, ich komme um 12. Da stelle ich mich 10.30 Uhr hin und mache um 11 Uhr ein Gesicht nach dem Motto, ich bin unzufrieden. Ein Gesicht? Ja. Sie machen heute aber ein Gesicht. Ja, echt. Machen die so ein Gesicht, Leute, ne Scheiß. Klappt das, was ich hier gebaut habe? Gucken, nutzen Sie das? Das ist schon wieder lustig heute hier, meine Güte. Schwierig. Ich hoffe, ich schaffe das mit meinen 12 U-Bahn, die ich habe. Ja, schwierig. Durchaus schwierig. Haben wir hier noch irgendeinen Anziehungspunkt? Ja, hier ist doch noch hier Hochburg hier. Können wir nochmal eine unterirdische machen? Hochburgentown? Jo. Und hier machen wir noch eine überirdische. Und dann machen wir noch eine U, die nimmt er alles mit, die ist schon da. Gut. Ja. Jo, gut. Dann können wir jetzt nochmal eine kurze Linie planen. Na Gott sei Dank habe ich 8 Fahrzeuge. So, Start auswärts. Fangen wir hier an. Dann gehen wir natürlich als nächste Haltestelle nach oben, wie die Challenge ist. Die nächste Haltestelle ist unten. Die darauf folgende Haltestelle ist wieder überirdisch. Die darauf folgende ist unterirdisch eigentlich. Ah, die überirdisch. Oh, ich habe 2 unterirdische ineinander. Oh nein, oh nein, oh nein. Challenge nicht geschafft, Kante. Ey, du schmeißt dich weg. Du kannst alleine eine Folge machen mit den. Erkläre mir die Gänge der Sims oder warum laufen sie so? Ich bin ja mit meiner Bahn schon fertig, ne? Ja. Gucken wir uns gleich noch an. Ja, klar. Zeig die mega lustige Stelle. Und das erklären wir dir mal, warum sie das machen. Das klären wir gleich auf. Erstmal hoffe ich natürlich, dass ich mein Battle, meine Challenge für bestanden kriege, trotz dessen, dass ich 2-mal hintereinander unterirdisch gebaut habe. Aber ich finde, dass ich das durchaus ziemlich gut hinbekommen habe. Und hoffe auch, dass es euch natürlich gefällt. Oh. Abschluss. Abschluss. So. Das haben wir schon mal gemacht. Fahrplan. Ja. Alle 45 Minuten machen wir mal auf Stunde. Wieso ist Nacht so lange? Bis 5 Uhr machen wir Nacht. 4 Uhr, ne, da muss die fahren. Ja, dann ist das halt nur so. Das ist völlig in Ordnung. Gut, denn, so, erzähl mal deine lustige Position und dann machen wir da noch eine Tour. So, ich norde ein. Nordest okay. Ein, letzte Wassertaxilinie. Rom. Ja. Dann gehst du. Oh, wie sagt man das denn? Ach, du weißt, wo ich Neubaugebiet gemacht habe. Die letzte. Ach, da, wo mein X ist. Meine Spinne sozusagen. Mein großes X. Neubaugebiet. Siehst du das? Ja. Dann nimmst du den linkeren oberen Arm und folgst dem mal. Ja. Du da, auf Deutsch gesagt, so ein kleiner U-Bus. Eine Bus, wo ein U geschrieben ist, auf Deutsch gesagt, wo die S-Bahn lang fährt. Ja. Und unterirdisch, wenn du guckst, ist auch da eine U-Bahn-Station. Ja. So, jetzt pass mal auf, ich muss gucken. Jetzt, wenn du jetzt drauf bist, jetzt kommt der nächste Bus. Stau. Pass auf, guck, da siehst du die Leute, die da kommen? Rausgeploppt? Ja. Dann guck mir die Gangwart ein. Jetzt gehen sie rüber. Jetzt gehen sie wieder rüber. Das macht ja, die kommen am Laternenpfahl nicht vorbei. Ja. Rein. Nee, von wegen habe ich auch gedacht. Wenn der Gegenseite irgendwelche langen. So, jetzt steigen sie da hinten zur S-Bahn. Und das ist auch die S-Bahn, meine neue Linie, die ich machen sollte. Ja. Die müsste auch jetzt gleich um die Ecke kommen. Das passt nämlich. Schön koordiniert. Da kommen wir und da fahren wir jetzt, auch mit. Jetzt fahr auf, jetzt fährst du auch mit. Mhm. Ach,
Und das Geile ist, sie fahren eine Station, steigen aus, laufen teilweise zurück zu der U-Bahn, wo sie gerade hergekommen sind. Teilweise laufen sie weiter. Das ist faszinierend. Oh, jetzt ist sie aber ganz voll, wa? Jetzt ist sie ganz voll. Mehr die passt lohnt sich aber doch. Ja, die Lupe drauf. Und jetzt fährt sie. Und fährt. Bis zum Geschäftsbord, jetzt pass auf. Plopp. Die Hälfte raus. Cool. Die eine Hälfte läuft rechts rum über die Ampel auf die andere Seite in die U-Bahn wieder rein, obwohl das die gleiche U-Bahn ist, wo sie ausgestiegen sind. Verstehe, wer will. Der andere trotz, der rottert jetzt bis hinten zur U-Bahn wieder, steigt dort wieder ein. Ich raff es nicht. Verstehe es nicht. Also der Jäger hat keine Ringlinie gebaut, das Ding fährt geradeaus, straight geradeaus, rauf, runter, hast du nicht gesehen. So sollte es doch sein, oder nicht? Ja. Hier biegt sie ab, habe ich genau gesehen. Aber da macht sie auch ein U. Ja, da hinten macht sie einmal eine Umkehrung, aber die fährt die Hauptstraße rauf und runter und dann. Achso, da fängt das Depot an. Ja, okay. Ja genau, richtig, die ist schon weiter gebaut. Aber die fährt die Hauptstraße einmal rauf und runter. Gut. Da gucken wir so mal nach hier. Wir wollen dann die U-Bahn auch nochmal mitfahren. Ah, Helge, sehr gut gemacht. Also von mir hast du auf jeden Fall bestanden. Hm. Ich werde jetzt natürlich bei mir auch nochmal gucken, ob ich jetzt bei mir noch eine U losgefahren kriege. Und dann hoffe ich natürlich, dass ihr nochmal mit ein, zwei Challenges um die Ecke kommt. Aber ich finde das eigentlich eine ganz interessante Sache. Jetzt kommt meine U. Da bin ich ja mal gespannt. Wird sich mit Sicherheit am Anfang erstmal nicht lohnen. Obwohl meine die letzte, die gebaut habe, hat sich gleich gelohnt. Also. Ja, du bist da auch ein bisschen besser drin als ich. Aber ich finde, die habe ich durchaus ziemlich gut hingekriegt. Mir gefällt die sehr gut. Auch vom Baustil her mit dem rauf, runter, rauf, runter. Das ist schon ganz schön cool, muss ich sagen. So. Hier sieht man jetzt auch nochmal überirdisch. Zwei Schulen. Eine Sackgasse und was sind da? Zwei Schulen. Was, ne? Da ist ein Kracher. Das ist ein Kracher. Kracher, Kracher, Alter. So, hier hoch, genau. Du nimmst auf dem Hinweg nichts mit. Drehst die erste Runde, nimmst auf dem Rückweg mit. Das ist gut. Auch nicht komme ich mit meinem Bus hin. Was habe ich? Oh, ich brauche neun S-Bahn, neun U-Bahn. Ich glaube, ich muss da noch mal welche kaufen, wa? Aber ich habe noch 31.000 Tacken. Ich schätze mal, bevor wir die nächste Runde aufnehmen, werden wir mit Sicherheit noch mal ein bisschen vorspulen. Ja. Das kannst du dir keine U-Bahn leisten. Auch kann ich. Ach schön, dass du den Stau davon gesehen hast. Jetzt hat er sich aufgelöst, komischerweise. Ach, der Helga hat schon Stau. Guck mal, Fehlplanung. Ja. Nee, da hinten ist wieder Stau. City Skylines für Noobs. Ja. Hat die öffentlichen Fahrt-U-Bahn. Bei Sims. Ja, sehr cool, muss ich sagen. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ist zwar eine lange U-Bahn-Linie, aber ich denke mal, wenn sich das nachher alles eingependelt hat, dann kann sich das durchaus sehr gut lohnen. Und ich brauche keine zwei verschiedenen U-Bahn-Linien, wo zwei U-Bahn-Linien vielleicht halb voll fahren, dann können die mal eine rappel voll fahren. Ich freue mich. Eine U. Dass das alles so gut läuft. Wir sind schon wieder voll über die Zeit drüber. Gar nicht machen, wahr. Irgendwie machen wir das hier dauerhaft, ich weiß nicht. Läuft bei uns nicht so gut. Da jetzt muss ich noch mal nebenbei hier noch mal eine Bahnstation, eine U-Bahn 2 kaufen. Eine U-Bahn. So, ich soll ja nicht mehr die größten kaufen. Stromverbrauch pro Kilometer hier seid oder so. Kapitol S, das ist ja eine kleine. Ja, komm, die ist ein bisschen günstiger vom Verbrauch hier. Zack, zwei Stück eingekauft, jetzt haben wir 10 Stück. Das heißt, eine ist immer ein bisschen über. Und somit sind wir am Ende der Folge angelangt. Helge, damit frage ich natürlich wieder, Helge, willst du abmoderieren? Nee. Nein. Total überraschend. Ja, ich hoffe natürlich, dass es euch mal wieder gefallen hat. Mehr wird es am nächsten Wochenende am Samstag wieder geben.
Wenn es euch gefallen hat, lasst uns natürlich einen Daumen hoch da. Darüber freuen wir uns immer. Oder schreibt was in die Kommentare. Ich lese alles und werde euch natürlich auch antworten. Es sei denn, es ist ein qualitativ hochwertiger Kommentar wie erster. Darauf werde ich natürlich nicht antworten. Echt? Da kannst du sagen, Leute. Genau. So ähnlich. Von daher, vielen Dank fürs Zuschauen und bis nächste Woche. Tschüss. Ciao.